Hallo liebe Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nachdem wir ja beim letzten Video in Lauda waren, wo es dann leider keinen Güterzug gegeben hat, außer in dem Moment, wo ich meine Kamera schon wieder ins Auto gelegt hatte, kam dann doch noch ein Güterzug, befinden wir uns heute in Veitshöchheim. Hier haben wir mehr Möglichkeiten, Güterzüge zu filmen. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei dem Video. Ehe ich es noch vergesse, wir schreiben heute den 9. November 2021. Also viel Spaß bei dem Video. Oh, das ist mal was ganz Seltenes, ein ICE auf der Nahverkehrs- und Güterverkehrsstrecke Richtung Aschaffenburg. Da muss irgendwas auf der Schnellfahrstrecke sein, dass der ICE umgeleitet wird.
Lok richtig erkannt habe, müsste das die Bayernbahn mit ihrem Henkelzug gewesen sein. Das hat ja geklappt und der Gegenzug der Bayernbahn Richtung Gunzenhausen. Rein Cargo-Lok auf LZ-Fahrt. Mit der Boxpress Richtung Gemünden möchte ich mich dann heute von euch verabschieden. Heute hatten wir natürlich wieder eine Menge mehr Güterverkehr. Wir hatten richtige Highlights heute. Zweimal die Bayernbahn mit ihrem Henkelzug und einen umgeleiteten ICE. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Empfiehlt meinen Kanal weiter. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, euer Andreas Elf.